Willkommen zurück zu Captain Todd Treasure Tracker. Wir haben ja im letzten Part den Herr der Glutspitze besiegt. Und tja, ich glaube, jetzt müsste ja rein theoretisch wieder ein neues Kapitel beginnen. Ich bin schon gespannt. Ja, dachte ich mir schon. Die Suche nach dem Riesenvogel. Ich glaube, da am Ende ist wahrscheinlich Wingo der Boss, oder? Kommt Wingo am Ende schon? Naja, lassen wir uns überraschen. Die Leiter ist leer, die auch. Ich wollte in die andere Richtung. Moment. Mir kommt es auch so vor, als ob die Kapitelseite hier irgendwie blinkt. Muss ich da was tun? Oh, das habe ich auch schon im Trailer gesehen. Dieser steinige, felsige Gang. Okay, was passiert denn jetzt, wenn ich fragen darf? Oh, ist jetzt etwa... Schönes Zelt. Wingo! Oh, Captain Todd ärgert sich. Okay, eine Art Zwischensequenz scheint das zu sein. Und haha, jetzt geht's weiter. Gestrandet mit Kriechpiranhas. Okay. Ist das der mit der Kanone, den ich schon mal in dem Trailer gesehen habe? Naja. Oh ja, das war zwar nicht der, den ich gemeint habe, aber diesen Level habe ich auch schon in dem Trailer gesehen. War jetzt aber eine lustige Zwischensequenz. Gut, jetzt haben wir wieder die Piranha-Sprösslinge und diese Kriech-Piranhas aus Super Mario 3D World. Gut, also Münzen im Wasser und da ist ein Diamant eingesperrt. Gut, ein schöner Strandlevel. Passt jetzt irgendwie gar nicht zur Winterjahreszeit, wo ich das hier gerade aufnehme. Naja, aber ich vermute, es gibt später im Spiel noch ein Schneelevel. Gut, ah, ich sehe schon. Da drinnen ist ein Durchgang und so kommt man an den ersten Diamanten ran. Ganz genau. Gut, ist da hinten etwas... Moment mal. Münzen sind hier hinten. Münzen, Münzen, Münzen. Sehr schön. Aber... Nö, ich glaube, lohnt sich nicht, da hinten hinzugehen. Ich meine... Oder ist die Bonusaufgabe hier mal wieder Münzen sammeln? Ich hoffe einfach mal nicht, denn ich möchte da jetzt wirklich nicht hinten reingehen. Gut, was haben wir denn hier? Eine von diesen Piranha-Sprösslingen. Okay, den habe ich jetzt ein bisschen zu voreilig geworfen. Gut. Oh, da kann man mehrmals dran ziehen. Münzen, 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 Münzen. Naja, aber ich hoffe einfach mal, dass die Bonusaufgabe nicht lautet. Sammle so und so viele Münzen. Gut, also, ein Unterwasserabschnitt. Mann, Captain Todd kann ja, wie er Luft, boah, knapp, das war jetzt aber wirklich knapp. Gut, Diamant Nummer 2. Na, Piranha, heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Gilt zumindest für diese Kriech-Piranhas. Habe ich doch im Titel gerade richtig gelesen, oder? Mir kam so vor, es stammt der Kriech-Piranhas. Ich glaube, das stimmt auch. Gut, ich fand es jetzt echt lustig, die Animation, seht doch mal da, wie Captain Todd... Ah, Luft, Luft, Luft. Gut. Wollen wir mal wieder ziehen? Sind da mehrere drinnen? Nö. Okay. Sieht jetzt irgendwie so aus, als könnte man da... Da kann man auch raufgehen. Moment mal. Moment. Heißt das, ich hätte die ganze Zeit einfach raufgehen und abkürzen können? Ach so, verstehe. Da hinten war der Diamant versteckt. Gut, die Blumen da sehen ja schön aus. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, man kann die rausziehen. Aber scheinbar nicht. Aber den kann man... rausziehen. Oh, Backe, Backe, Backe. Ist da hinten was? Nö, glaub nicht. Nur eine Abkürzung zum Dings hin. Oh, hahaha, hier ist doch bestimmt was, oder? Den schmeißen wir mal weg. Und hier ist doch bestimmt der letzte Diamant, ganz genau. Haha, eine Brücke, die einstürzt. Gar keine so blöde Idee. Und da die Endsequenz hier mit der Piranha hier, die habe ich schon mal in dem Trailer gesehen. Das Ende hier, wo die Kriech-Piranha so um den Stern herum ist, das habe ich schon mal in dem Trailer gesehen, aber den Rest vom Level nicht. Gut, wunderbarer kleiner Level. Genau richtig. Oh nein, ich hatte recht, man muss wirklich in diesem Level Münzen sammeln. Wozu waren dann ja auch so viele Münzen versteckt? Ach je. Ein kleiner Tipp für findige Abenteurer. Drücke X, um dir das Geschehen aus der Nähe anzusehen. Ja, weiß ich ja schon. Ach,
probieren wir es einfach nochmal. Ja, so lang ist der Level eh nicht. Machen wir es einfach nochmal. Ja, machen wir es einfach mal. Da laufen ja Kramme herum, sehe ich ja gerade. Gut, ich glaube, mit Y kann Captain Todd schneller rennen. Bildet sich wie ein Super Mario 3D World auch so eine Wolke hinten? Nö, glaube nicht. Gut, das heißt, wir gehen jetzt erstmal da hinten hin. Ich habe es noch gewusst, dass man hier Münzen sammeln muss. Aber nein, ich habe es nicht riskiert. Okay. Kleines Kameradesaster. Wow. Knapp. Ich weiß, hier im Wasser sind Münzen, ganz genau, unsichtbare Münzen. Das kann man auch, wenn man hier mit dem Stift drauf tippt. Ey, da kann ich ja lustige Figuren im Meer zeichnen. Ich zeichne jetzt mal einen, Kirby. So. Tschüss. Obwohl, das war eher kein Kirby, das war ein Smiley, was ich da ins Wasser gezeichnet habe. Habt ihr es gesehen? Ja, vielleicht ein bisschen unscharf, aber naja. Okay, ich glaube, das hat auch gerade Münzen gegeben. Gut, ich glaube, in einem sind mehr Münzen drinnen. Ganz genau. Ziehen. Gut, also jetzt, wie gesagt, konzentrieren wir uns ganz darauf, viele, viele Münzen zu sammeln. Also 70. Da links war, glaube ich, nichts bis auf den einen Diamanten. Kann man da eigentlich raus? Nö, da hat mir doch, das kann man nicht aus diesen Leveln raus. Aber das sind doch total unförmige Level. So sieht doch keine Landschaft aus. Oder auch Planeten, auch wenn es ein Planet darstellen soll, würden die auch nicht so aussehen. Gut, Münzen, okay, waren nicht mehr drinnen. Gut, Moment. 55 Münzen. Hopsa. 95. Oh, hier haben wir noch welche. Und. Ja, 70. Na bitte. Und noch den Stern. Kleines Kameradesaster mal wieder. Na bitte. War jetzt eigentlich gar nicht so schwer, die 70 Münzen zu sammeln. Gut. Hakerl? Ganz genau, Hakerl. Und ein schöner Stempel. Gut, gestrandet mit Kriechpiranhas. Ein lustiger kleiner Level. Und es geht gleich weiter. Hör mal, liebes Spiel, es ist Winter, da passen diese Level nicht so wirklich gut dazu. Sommerferien im Aquarium. Oh, ich glaube, diesen Level, den habe ich auch schon mal in einem Trailer gesehen. Hallo, es sind gerade Winterferien und keine Sommerferien. Es sind echt gerade Winterferien, wo ich das hier aufnehme. Weihnachtsferien nennt man die auch. Gut, Moment mal. Ja, oder? Moment, es gab in einem Trailer einen Level, der sah so ähnlich aus, aber nicht ganz. Gut, der erste Diamant war ja schon mal voll leicht, fast sogar etwas zu leicht für meinen Geschmack. Ach, ich erkenne die Level aus den Trailern manchmal nicht wieder, obwohl sie manchmal so sind. Und diesmal sammle ich viel Münzen für den Fall, dass das wieder die Aufgabe ist. Ach, im Trailer gab es doch auch einen Level, der so ähnlich aussah, aber ich glaube, der sah ein bisschen anders aus. Ach, ich kann mich immer nicht dran erinnern. Was haben wir hier? Münzen. Scheinbar ist die Aufgabe hier wieder Münzen sammeln. Da unten ist der Stern. Und oben ist der Diamant. Okay, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Gut, ich glaube, ich muss erstmal nach oben. Dann muss ich mich dann, glaube ich, irgendwie runterfallen lassen oder irgend sowas. Gut, ich vermute, ich kann hier irgendwie den Wasserpegel steigen lassen, denn das Teil da unten sieht aus, als wäre es ein Teil vom Steg hier, das untergegangen wäre. Ich vermute, ich muss da irgendwie den Wasserpegel steigen. Lassen. Das ist abzucken und jetzt? Jetzt komme ich an den zweiten Diamanten ran. Ach, die Kamera ist in dem Level schon ein kleines bisschen blöd. Gut, dann gehen wir mal durch die rote Röhre hier. Ja, die Kamera in dem Level ist wirklich blöd. Gut, was haben wir denn hier? Flaptoren. Und die zerstören jetzt schön für mich den Weg. Brav sind sie. Andererseits ist da vielleicht noch etwas hier. Momentchen. Glaubt nicht. Gut. Die Blöcke. Oh, da sind Münzen drin. Münzen. Ich vermute, ich muss hier mal wieder Münzen sammeln. Gut. Okay, da drüben ist noch einer. Und ich glaube, durch den Hebel, der hier ist, passiert jetzt wahrscheinlich. Ja, dachte mir doch, irgendwas sinkt oder steigt auf. Gut, Diamant Nummer 3 und jetzt ist nur noch die Frage, wie ich da unten hinkomme. Nö, echt, wie komme ich da unten hin? Moment mal. Oh weia. Ich glaube, ich tauche mal unter. Das ist sie. Oh, wow. Wow, Vorsicht, Jeep.
Wie komme ich da unten hin? Deine grüne Röhre? Ist da irgendwo eine grüne Röhre? Also ich sehe keine. Wo ist denn eine grüne Röhre? Eine grüne, ist grün zu grün, wie Fischers, Fritz, ach egal, Zungenbrecher. Wo ist hier eine grüne Röhre? Die Röhre führt doch zur anderen gelben, oder? Ja, aber wo ist hier eine grüne Röhre? Nö, echt, wie komme ich zum Ziel? Ich glaube, ich muss dann nochmal rauf. Oder? Ach, verdammt, echt, wo ist die eine Röhre? Hm. Oh, ich sehe gerade, da ist ja noch ein Hebel. Ich vermute, der, mit dem kann man die grüne Röhre aktivieren. Gut, schwimmen, schwimmen. Aber wie komme ich da ran? Ich vermute, ich muss mich mal von einer dieser Plattformen... Moment. Da hinten? Ach so! Ich muss hier einfach runter! Und? Ahahaha! Hier unten geht's lang. Und hier unten 70 Münzen. Das heißt, vielleicht habe ich die Bonusaufgabe jetzt auch schon geschafft. Wollen wir mal hoffen. Gut, das Ziel war jetzt das einzig Schwere an diesem Level. Das Ziel überhaupt zu finden. Geheimen Goldpilz. In dem Level war ein Goldpilz. Naja, aber die Aufgabe heißt ja diesmal nicht Goldpilz sammeln, sondern geheimen Goldpilz einsammeln. Deshalb, der scheint irgendwo versteckt zu sein. Nur wo? What?